Ich habe viel angekündigt, Auswirkungen von Software-Geschäftsmodellen auf Kollaboration. Da kann man komplette Tagungen drüber abhalten. Was ich aber jetzt mache, ist, ich mache es noch schlimmer. Es geht konkret um einen Videocodec. Also quasi, es ist super technisch und ich nehme es aber als Beispiel. Das heißt, es geht hier nicht um den Codec an und für sich. Es geht wirklich nur um ein Prinzip. Sie brauchen also keine Angst haben. Nur kurz, dieser Codec, um den es hier geht, da geht es um ein mathematisch verlustfreies Verfahren. Es ist schon, oh Gott, ist das langweilig, Mathematik. Aber wenn Sie ein ZIP-File hernehmen und Sie werfen Files rein und Sie entpacken das und packen das und entpacken das und so weiter, machen das endlos, geht kein Bit verloren. Wenn Sie zum Beispiel jetzt ein JPEG-Bild nehmen und Sie machen es auf und schauen es nur an, okay, aber wenn Sie auf Speichern drücken, obwohl Sie nichts geändert haben, verlieren Sie schon ein bisschen Information, also dann wird es wieder schlechter. Sie tun nichts, speichern wird wieder schlechter, tun nichts, speichern wird wieder schlechter. Das ist der Unterschied zwischen verlustfrei, wovon ich hier rede, und verlustbehaftet, was zum Beispiel das ist, was in der audiovisuellen Welt einfach Usus ist, weil die Datenmengen sind irre. Gut. Der Codec übrigens, weil die Indiana University vorgekommen ist, die hat dann bei der Ausschreibung gesagt, sie möchte es bitte in diesem Codec haben, nur so viel vorweg. 2009 hat das Ganze angefangen. Ich habe zu dem Zeitpunkt in der österreichischen Mediathek, dem Nationalen Audio-Video-Archiv, also nicht Rundfunkarchiv, hier ist die Mediathek das Zugängliche, wohingegen das Rundfunkarchiv das nicht Zugängliche ist. Das ist mit den Wörtern immer so schön. Und zwar war es so, dass eigentlich wollten wir nur die Ansprüche, die bei Audio Usus sind. Wir wollen es verlustfrei machen, abspeichern, wenn das denn geht. Warum nicht? Also hat mein Kollege herumgefragt und dann war es so, okay, es gibt weltweit zwei anerkannte Optionen. Das müssten Sie sich jetzt nicht merken, aber ich schreibe es hin, dann kann man es recherchieren und nachlesen. JPEG 2000 lossless und unkomprimiert. Mehr gab es nicht. Das Ganze in einem Container in MXF, der ist im Broadcast-Bereich üblich, außerhalb von dort eher kaum bis nicht. Naja, dazu kam noch der Industriefokus von allen möglichen Implementierungen, sagt, das mit dem Verlustfrei, das braucht doch niemand. Ja. Ist viel zu groß. Also es ist auch eine super kleine Marktnische und deswegen gab es ein einziges System weltweit am Markt, das überhaupt verlustfrei arbeitet. Das wurde für die US Library of Congress entwickelt, also fürs Archiv, für audiovisuelle Materialien. Wir haben gesagt, super, das nehmen wir. Wo kriegen wir das? Schauen wir mal. Ja. Gut. Na, dann haben wir uns das angeschaut. Das war nicht so schön. Das war ein bisschen schwierig. Erstens hat es geheißen, das können sich ja nur die Großen leisten. Die Datenmengen, die ganze Infrastruktur und so weiter und so fort. Ja, aber bitte, wenn es wollt, ja, dann geht es mal raus, probiert es, werdet ihr sehen, was davon habt. Ist ein bisschen ein teures Unterfangen. Sollte ich übrigens ein bisschen zu österreichisch reden, dann schaut es mich einfach sehr fragend an und ich versuche, eure Gesichter zu lesen. Ja. Bisschen lauter, dann probiere ich so. Besser? Okay. So, es hat also geheißen, bitte das machen nur die Großen, ansonsten macht das keiner, vor allem keine Mediathek. Ich meine, das ist ja nichts, keine Größenordnung, kein Budget und so weiter, aber bitte, wenn es glaubt, ja, gut. Man braucht eine spezielle Hardware, die war auch nicht offen, die war in diesem einen System, das am Markt war, verbaut. Dieses System, eine einzige Station davon, wir reden nicht von einem Workflow-System, wir reden nur von einer Maschine, wo ich quasi Bandmaschine anhänge, also Videorekorder, dann drücke ich auf der Software-Seite Aufnahme, ein so ein Castle kostet 30.000 Euro und dann zum Schluss fallen Files raus in den vorher genannten Formaten, die übrigens offene Standards sind, sowohl JPEG 2000 in allen möglichen Varianten, dazu komme ich dann noch, als auch MXF, der Container, sind ISO-Standards. Gibt Papier drüber, auch da kommen wir drauf. So, jetzt haben wir diese Files, wir hatten das Glück, ein anderes Archiv in Wien hat sich so ein System gekauft. Wir haben gesagt, können wir vorbeikommen? Können wir uns das anschauen? Können wir die Files bitte probieren, bevor wir es kaufen? Guter Tipp an alle, try before you buy. Wenn auch immer Sie irgendwelche Entscheidungen zu treffen haben, wo Files rausfallen, bitte holt euch die Files vorher. Es werden euch alle Hersteller alles versprechen. Also überhaupt kein Problem, das können Sie aufmachen, das ist ein Standard und so. Ja. Alles. Ja. Aber probiert es aus vorher. Da trennt sich dann nämlich die Spreu vom Weizen. So. Naja, wir haben dann diese Files bekommen, wir haben versucht, sie zu öffnen, wir haben versucht, womit können wir sie umwandeln, ist ja ein offener Standard. Ja, überhaupt nicht konnten wir sie umwandeln. Es gab zu der Zeit ein System, andere Firma, ebenfalls geschlossen am Markt, mit dem man diese Variante dieser Files
überhaupt umwandeln konnte in irgendetwas anderes. Auch da wieder, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, es geht ja auch um die Budgets. Ja? Eine Station, die diese Files produziert, die ich nicht wirklich gut öffnen kann, kostet mich 30.000. Wenn ich die dann umwandeln will, weil zum Beispiel ich diese absurde Idee habe, dass ich davon Ansichtskopien machen will, dann fange ich einmal bei 5.000 Euro an, das ist eine Einzelplatzlizenz. Wenn ich es in einen Workflow einbauen will, man hat dann da oben die Zahlen, dann wird es schon ein bisschen Ding, ist also alles nicht so easy, deswegen können sich das nur die Großen leisten und wir sollen das bitte aufgeben. Und die Probleme, die es mit den Files gibt, das muss halt so sein, weil die Großen haben das ja gemacht, die werden schon wissen, was sie tun, die Industrie steht dahinter, na wenn die es nicht wissen, wer dann? Ja? Und wer sind wir, dass wir da daherkommen und sagen, wir stellen das in Frage? Deswegen, das ist halt so. Okay. Ich bin goschert. Ich weiß nicht, ob man das Wort im Deutschen verwendet, aber es ist quasi, ich behaupte Dinge, wenn ich anderer Meinung bin, weil ich anderer Meinung bin. Also habe ich goscherterweise behauptet, ich bin anderer Meinung. Als erstes war, warum funktionieren diese Files nicht, obwohl sie ein offener Standard sind? Links, wer von euch kennt Lego oder wer von euch kennt Lego nicht? Okay, ich liebe Lego, so viel vorweg. Ja. Jetzt gibt es die Lego-Bauanleitungen. Ich habe mein eigenes Lego-Bauanleitungsarchiv zu Hause. Noch nicht digitalisiert, sind noch in analoger Form vorhanden. Aber was man hier sieht, ist eine einseitige Lego-Bauanleitung und die ist ziemlich leicht umzusetzen. Deswegen, man sieht quasi von Anfang bis Ende die Teile, man baut zusammen. Es geht um eine Pferdekutsche mit Leuten drauf. Die haben sogar Blumen in der Hand, ja, dass es also ein bisschen gemütlich ist. Das wäre jetzt, wenn ich ein Standardisierungspapier habe, das ist die Intention. So wäre es zu bauen, wenn man es mit diesen Lego-Steinen macht. Ich nenne das mal die Theorie, das ist der Papierstandard. Und im Gegensatz dazu, auch das nehme ich gleich vorweg, ich bin kein Freund von Duplo. Warum bin ich kein Freund von Duplo? Wie man hier nämlich sieht, ist nicht nur, dass es ist zwar Ähnliches gemeint, es kommt der Pferdekutsche raus, Blumen haben sie übrigens auch, ja? Es ist aber nicht ganz dasselbe. Das ist vielleicht zum Spielen fast wurscht, aber wenn es um Dateiformate geht, ist das nicht egal. Weil dann geht es nämlich darum, es ist das linke gemeint, aber das rechte kann mein Programm nicht öffnen, vielleicht kann es ein anderes Programm öffnen, aber meins nicht und so weiter und so fort. Das ist ein kurzer Exkurs, zurück zur Geschichte. So, Ende 2009 haben wir also das vorgefunden mit, das ist halt so, Pech, wird nicht anders gehen, sonst hätte es ja schon wer gemacht. Mein Kollege in der Mediathek und ich, der Kollege Hermann Lewitz, Leiter der Technik ehemals, hat dann gesagt, kann man da nicht was anderes machen? Also ich habe Informatik studiert, gesagt, Peter, das mit den Computern und die Dateiformate, gehen wir uns da was anschauen, vielleicht können wir was anderes machen. Ich sagte, okay, schauen wir mal. Das machen doch diese Filmleute, machen da Einzelbilder und geben einen Ton dazu. Ist ja auch nicht schlecht. Das kann man ziemlich gut aufheben. Auch da gibt es tricky Sachen, aber es ist eine andere Geschichte. Das war dann so, dass wir haben dann recherchiert, bla bla bla, und sind zufällig über einen Videocodec gestolpert. Der klingt ein bisschen wie eine Rakete, FFV1. Und der war in einer Studie von einer russischen Universität, die hat verlustfreie Codecs verglichen. Gibt nicht so viele. Der hat ähnlich gut komprimiert wie JPEG 2000 Lossless, war aber wesentlich schneller. Und das ist der Clou in der ganzen Geschichte. Er entstand in einem Open-Source-Projekt, in FFmpeg. Jetzt muss ich noch mal kurz einen Exkurs machen. Wer von Ihnen kennt FFmpeg? Okay. Das heißt, alle, die nicht aufgezeigt haben, kennen wahrscheinlich VLC. Wer kennt VLC? Den Medienplayer. Oder wer kennt ihn nicht? Drehen wir es um. Quasi nie gehört, VLC, so ein Verkehrshuterl. Okay. VLC. VLC ist ein Videoplayer, der so ziemlich alles, was man in dessen Richtung wirft, abspielen kann. Kann übrigens auch umwandeln, aber nur so nebenbei. VLC ist nichts anderes als die Karosserie und der Motor drunter ist FFmpeg. Es ist in Programmen generell so, dass man schreibt einen Code und wenn man den richtig schreibt, dann heißt der Programmbibliothek, man sieht schon, Bibliothek, wir mögen das, ja. Da gehen wir hin und bedienen uns an dem Wissen und an der Arbeit von den vorhergegangenen Generationen. Standing on the shoulders of giants, in dem Fall wirklich, weil man nimmt die Programmbibliothek, in dem Fall FFmpeg, schnallt eine grafische Oberfläche drumherum und hat einen Player, der einfach alles Mögliche abspielen kann. Warum ist das wichtig? FFV1,
war zu diesem Zeitpunkt markiert als experimentell. Und es war so, dass, nein, wir greifen da jetzt nichts Experimentelles an. Ja, wir wollen loslegen, wir wollen wieder digitalisieren, wir brauchen was, was funktioniert. Na gut, aber es ist Open Source, ich bin wie gesagt Goschert, also habe ich den Entwickler angeschrieben und gesagt, Michael, der ist Michael Niedermeyer, warum ist das experimentell, wie ist der Status? Und er sagt, Entschuldigung, habe ich vergessen, hat quasi keiner was gesagt, ist seit eigentlich 6 Jahren stabil, hat nur keiner verwendet. Ja? Er hat das einfach als Proof of Concept, einfach als, hey, da könnten wir Algorithmen so und so verwenden für Bewegtbild und das ist ziemlich cool, auch wenn es keiner verwendet. Ja? Deswegen lag es quasi auf der Straße rum. Wir haben das dann genommen, das kleine Baby, haben es dann aufgepäppelt, haben es gefüttert und haben getestet, auf Herz und Nieren, für gut befunden, für unseren Anwendungsfall und dann gesagt, wow, wir haben jetzt ein Format, das niemand kennt. Das ist zwar offen, das andere ist ein offener Standard, aber die Implementierungen, die vorhanden sind, sind nicht unbedingt offen oder funktionieren nicht. Es ist aber in FFmpeg drin. Und FFmpeg ist so eine populäre Programmbibliothek, dass sie in fast allen Programmen, die irgendwo Video und Audio berühren, irgendwo vorkommt. Dazu kommen wir dann später noch. Das heißt, dieses Format war weiter verbreitet, als man es wusste, weil die meisten Leute es unterstützt haben, ohne dass sie es wussten. Und wir so, ja, das ist ja mal nicht schlecht. Die 3 Punkte da unten. Also FFmpeg ist wirklich weit verbreitet. Dadurch war FFV1 automatisch weit verbreitet, obwohl es keiner gewusst hat. Und FFmpeg ist Open Source. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir ganz wichtig ist. Das mit Open Source. Wer von Ihnen kennt Open Source? Okay. Wer von Ihnen meint, das ist einfach das Gratiszeug? Okay? Shall be burning in the lake of fire. Ich finde, was recht spannend ist, ist, wir haben das argumentieren müssen und meine Argumentation, man möge mich bitte herausfordern und darauf hinweisen, wenn was nicht stimmt, nicht, weil ich meine, ich bin unanfechtbar, sondern wirklich, wenn ich was übersehe, dann bitte sagt mir das. Und zwar, digitale Langzeitarchivierung bei Design der Lizenz. Wenn ich komme eigentlich aus dem Audiobereich, ich habe quasi Tontechnik gemacht und dann auch noch Rundfunkarchivzeugs. Und wenn ich jetzt Bandmaschinen habe oder Abspielgeräte im Medienbereich generell, stellen Sie Ihnen mal vor, Sie hätten nicht nur das Gerät zum Aufnehmen und Abspielen, sondern inklusive der Baupläne, Schaltpläne, Ersatzteile und das Ganze auch noch endlos. Also ich könnte mir richtig vorstellen, wie einfach Leute im Archiv einfach so puff in so Blumerl und Herzerl explodieren, weil das einfach so eine geile Vorstellung ist, weil dann kann ich es wirklich unendlich lang Langzeit archivieren. Ich kann es anpassen, modifizieren, ich kann es am Leben erhalten. Ich kann es sogar mit anderen Einrichtungen teilen, weil ich auf einmal dieses Ding, und das ist das Schöne an der digitalen Welt, ich kann die multiplizieren, ohne dass es weniger wird. Was aber wichtig ist, ist, ich brauche die Erlaubnis, das zu tun und die Möglichkeiten. Digital allein zu sein, reicht nicht. Passende Lizenz. Und jetzt kommt der langweilige Teil. Lizenz und diese Anwaltsleute. Wer von Ihnen ergötzt sich und erfreut sich daran, wenn diese Frage ist mit, haben Sie die AGBs gelesen oder die Euler und stimmen Sie dem zu und so weiter und so fort. Wer klickt einfach ja? Ha? Oder anders, wer liest die? Ja? Und immer? Ich mache es auch nicht immer, ich muss zugeben. Okay. Das Wichtige ist aber, das sind Verträge, die wir unterschreiben auf eine gewisse Art und Weise. Gut, I am not a lawyer, ich mag die Abkürzung für diese Sache nicht, aber es ist eine andere Geschichte. Was wichtig ist, ist, Open Source ist nicht das Gratis-Zeugs. Das ist ein netter Nebeneffekt, manchmal. Aber wichtig ist, Open Source, freie Software definiert sich über 4 Grundrechte, die wir in der physischen Welt als absolut selbstverständlich und gegeben annehmen, und diese dort auch brauchen. Darauf komme ich in der nächsten. Und zwar das Recht to use, also es verwenden zu dürfen, wie ich will, to study, ich darf es verstehen, ich darf es wirklich auseinandernehmen, ich darf neugierig sein. Ja? Ich mag das auch, weil ich ab und zu unterrichte und ich liebe es, dass meine Studierenden neugierig sein dürfen. Die dürfen fragen, die dürfen schauen, sie dürfen es zerlegen und sie können. Ich darf es mit einem anderen teilen. Das ist der Punkt, den die meisten Leute sehen, als hey cool, das ist das Gratis-Zeugs. Ich darf es nämlich unter diesen Rechten weitergeben. Und das ist ein Punkt, den wir uns zunutze gemacht haben, ich darf es auch ändern und auch diese Änderungen und Verbesserungen wieder weitergeben. Kollaboration ist in diesem Lizenzmodell also nicht nur ermöglicht, sondern per Definition, abgesehen davon von der Langzeitarchivtauglichkeit der Tools selbst, ist das Kollaboration in dem Fall per Definition nicht nur ermöglicht, sondern auch erwünscht.
im Gegensatz dazu proprietäre Software. Das ist quasi das, was die meisten Leute als normal annehmen. Also wie wir vorhin zum Beispiel gehört haben, es werden Technologien entwickelt von öffentlichen Einrichtungen, die dann zum Beispiel nur den Kunden von einer Firma zur Verfügung stehen. Die haben halt die Geräte gemacht, das ist geschlossen, sie können nichts daran ändern. Proprietäre Software. Schauen wir uns also bitte diese vier Freiheiten mal an mit dem Status Quo, weil das heißt, der Open Source ist quasi das andere, der Nicht-Standard. Use, okay, klar, wenn ich die Software nicht verwenden dürfte, dann bin ich auch kein Kunde, dann machen die kein Geschäft, dann macht das Ding überhaupt keinen Sinn. Also Use ist klar. Study ist im Regelfall verboten. Nichts ist 100%, aber im Normalfall ist es so, dass quasi, nein, reinschauen spült's nicht. Das andere ist Share, ja genau. Fragen Sie mal, wie das ausschaut mit Kopien von gewissen Programmen. Nein. Ja, und Improve, joe. Aber Sie können dann hergehen und selber können Sie es nicht machen. Gut, aber ich kann mein Badezimmer jetzt auch nicht selber reparieren. Ich will aber auch nicht mein Haus abreißen müssen, nur weil die Firma nicht mehr existiert, die meine Altbauwohnung hergestellt hat. Das wäre nämlich das in der echten Welt. Quasi, ich wohne jetzt auf einem Vierkanter, der ist 1902 gebaut worden. Der hat jetzt Strom, ich habe Licht, ich habe Heizung und wäre es Software gewesen, die proprietär wäre, dann hätte man das ganze Gebäude einfach abreißen müssen, neu bauen, weil sie können nichts daran ändern. Und der Typ, der es baut hat, will er entweder nicht oder ist tot oder keine Ahnung was. Bei Software ist das einfach total normal. Also es ist eigentlich nur dem Hersteller möglich und dann, natürlich können sie ihn anschreiben und dann kann es halt sein, dass er sagt, küss meinen Ring, du hast ihn auch bezahlt. Ja? Also es geht auch darum, dass das ist ein bisschen gönnerhaft und man kann da einfach nicht wirklich was machen. Insofern bin ich da jetzt, sehe ich da Kollaboration und den Eingriff nicht so ganz barrierefrei. Und das ist auch Teil der Geschäftsmodelle. Deswegen, wie sich Geschäftsmodelle auf diese Sachen auswirken. So, spätestens jetzt ist ziemlich klar, dass ich einer von diesen wahnsinnigen Open Source Evangelisten bin. Und das hat ein Freund von mir gemacht, weil ich gesagt habe, nein, ich will da nicht predigen oder irgendwelche Sachen sagen. Ich will ja nur neue Möglichkeiten und Meinungen anbieten, damit sie zur Auswahl stehen. Damit ihr euch quasi entscheiden könnt für oder wider etwas und nicht einfach nur nehmt, was halt da ist, weil das alle anderen Kinder auch so machen. Er hat dann Folgendes gemacht und hat wirklich mich zitiert mit, oh, I'm just offering new opinions and options. Aha, okay. Aber zurück zur Geschichte. Wir haben uns jetzt von dem Recht to study, share and improve Gebrauch gemacht und das Ganze nicht gratis. Wir haben gesagt, wir haben jetzt das Budget, das wir für eine Workstation und die anderen Sachen ausgeben hätten müssen. Also nehmen wir das und machen was damit. Mit einem Bruchteil davon haben wir erstens finanziert, dass wir das Zeug testen können, zweitens mit Entwicklern Kontakt aufgenommen, wir haben das Ding dann auch noch erweitert. Das heißt, es kann jetzt nicht nur SD, sondern es ist auch noch schneller, besser, hat Prüfsummen drin und es gibt immer noch keine Interoperabilitätsprobleme, weil alles in ein und dieselbe Implementierung zurückfließt. Wir nehmen quasi die Lego-Bauanleitung und das Lego-Ding sind in dem Fall das ein und dasselbe Objekt. Haben alles Mögliche gemacht, haben einfach geschaut, dass wir wirklich das für Archivzwecke testen und so weiter und so fort und haben alle Verbesserungen und Veränderungen geschaut, dass die wieder zurückgehen. Upstream heißt quasi rauf den Fluss an die Quelle. Wenn ich quasi jetzt ein Programm habe und ich ändere irgendwas im Open-Source-Bereich, dann könnte ich einfach das so machen, aber ich sage niemand was. Oder ich kontaktiere die Originalleute, in dem Fall FFmpeg, und sage, hey, nehmt ihr das wieder zurück auf, dann ist es nämlich überall drin in Zukunft auch und wir müssen es nicht weiter pflegen. So. Daraufhin hatten wir gedacht, wir haben eine technische Lösung, aber es wurde dann alles recht unangenehm und spannend. Ich sage das da noch dazu, weil es so ist, dass auf einmal sich die Lager gespalten haben, weil wir haben Dinge in Frage gestellt. Wir haben nie vorgehabt, dass wir Sachen in Frage stellen. Wir wollten eigentlich wirklich nur unsere Arbeit machen. Aber wir hatten den Anspruch, wenn, dann probieren wir, wie gut man es quasi, wie gut, so gut wie möglich, mathematisch verlustfrei, schauen, ob das geht. Ja, es ging. Und auf einmal war es ein, es ging nicht nur um ein technisches Problem. Es gibt auch noch die politische Seite. Okay, die Herstellerseite. Das Erste, was mein Kollege berichtete, wie der Hermann von der Konferenz zurückgekommen ist aus Amerika und hat gesagt, er hat jetzt dort eine dritte Option vorgestellt. JBoss 2000 lossless, unkomprimiert oder können wir bitte über FFV1 reden, weil er schaut ziemlich gut aus. Warum hat das noch keiner angeschaut?
Gut, das hat er getan und dann kommt ein lieber Mensch, der halt da Produkte entwickelt, die sehr, sehr geschlossen und er sehr, sehr viel Profit damit macht, dass we don't want our customers to know this or think about this. Are we understood? Und das war noch die freundliche Variante. Ich habe es erst für einen Scherz gehalten, aber es war wirklich so, dass da ein ziemlicher Gegenwind kam aus der Herstellerecke, weil die Probleme, die mit den bestehenden Formaten entstanden, tja, es gibt wirklich teure Programme, die diese Varianten von diesen Files jetzt wieder gerade biegen. Und die sind auch nicht so glücklich über das, was wir gemacht haben. Abgesehen davon haben sie dann einfach gesagt, bitte lass mir die Technikseite weg. Ihr verwendet Open Source, das ist unprofessionell, weil alles, was gratis ist, kann nicht gut sein. Ich habe das technisch getestet auf Herz und Nieren. Ich kann wirklich sagen, das Ding tut aufs Bit. Und es geht da eben nicht um gratis oder nicht gratis. Es geht um Study, Share and Improve. Wir haben auch gezahlt dafür. Und wir sollten es jederzeit wieder tun und würden es wieder tun, weil unterm Strich ist nämlich die Qualität, Preis und Lizenz unabhängig bei Software. Es heißt nicht so, dass quasi, es macht keinen Unterschied, ob ich es zahle oder nicht, aber es heißt nicht, weil es mehr kostet, ist es besser. Ich kann etliche Fälle aufzeigen, wo geschlossene Software, die unglaublich viel kostet, im professionellen Bereich üblich ist, technisch schlechter arbeitet als eine offene Implementierung. Also ich bitte euch, von dem Gedanken zu verabschieden, wo es nichts kostet, ist nichts wert, weil wir haben es hier mit virtuell zu tun. Software ist eine Idee und Ideen werden nicht schlechter, wenn sie frei zugänglich sind. Und Source Code ist quasi lebendig gewordenes Schriftgut. Super spannend, aber eine andere Geschichte. Gut, das Letzte ist, dass manche Hersteller gesagt haben, hey, ja klar verwenden wir FFmpeg, ist ja auch Open Source, aber keine Sau fragt und wir sagen es ihnen nicht. Die könnten sonst auf die Idee kommen, dass sie vielleicht nicht unser geschlossenes Produkt nehmen müssen, sondern das vielleicht mit was anderem machen. Das ist wirklich nicht so unüblich, dass quasi freie Software Open Source verwendet wird, aber es wird einfach keinem gesagt und es fragt auch keiner. Also bitte fragt. So, jetzt sehen wir es dann bald. Es gab jetzt auch die Gegenseite, dass quasi die Hersteller nicht unbedingt glücklich damit waren, dass wir da quasi in ein Millionenbusiness reinpfuschen und eine offene, gratis verfügbare Möglichkeit für alle Archive zur Verfügung stellen. Nein, das, was ich wirklich überraschend gefunden habe, womit ich nicht gerechnet hätte, wäre von den Archiveinrichtungen selbst. Die, die mir gesagt haben, das ist alles so teuer, wir haben kein Budget, das kürzen sie jetzt auch noch. Zeit haben wir auch nicht. Habe ich schon gesagt, dass sie das Geld kürzen. Wir haben eigentlich kein Geld. Ich habe gesagt, hey, voll cool, wir haben nämlich jetzt was, das könnt ihr alle haben. Und wenn wir miteinander machen, dann können wir uns nämlich das Budget teilen und können in Summe was ziemlich Cooles stemmen. Wir haben jetzt bewiesen, dass das geht. Und ich so, nein. Also gratis wollen wir es nicht, weil das schaut aus, als könnten wir uns nichts anderes leisten. Kein Schmäh. Ja, das war wirklich ein, was sage ich denn den Leuten auf der Konferenz? Wir verwenden dieses Ding. Und? Ja, das können Sie auch haben. Was heißt denn, wir können das auch haben? Was ist denn dann? Ich will ja was haben, was die anderen Kinder nicht haben können. Ich will einen Filmscanner, der unglaublich teuer ist. Ich will sagen, ich habe das Programm und du nicht. Na, 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 na. Kein Spiel, also wirklich. Ja, das war ein, wir wollen es nicht, weil es gratis ist. Das ist ein bisschen, was nichts kostet, nichts wert. Das nächste Bild fasst das alles zusammen. Aber auf jeden Fall, der zweite Punkt ist wichtig. Es gab echt manche, die gesagt haben, da gibt es Gegenwind, da gibt es Gegenmeinungen, wir wollen uns nicht verkühlen, man kennt sich in dem Bereich. Und wir wollen eigentlich, dass die Firmen nicht anfangen, dass sie zu uns nicht mehr nett sind, sonst dürfen wir den Ring nicht mehr küssen oder müssen mehr dafür zahlen und deswegen halten wir uns da zurück. Generell dieses, nur wir halten uns in der ersten Runde mal zurück, diese erste Runde dauert bei manchen Einrichtungen jetzt schon über 7 Jahre und mehrere Runden. Der letzte Punkt, wir warten mal lieber noch, da möchte ich mein Lieblingshandle vorstellen. Ich könnte diesen ernsten Gesichtsausdruck gar nicht besser ernst machen, weil ich habe vor 3 Wochen in der Schweiz unterrichtet, Videodigitalisierungskurs, und es hieß dann, ja, aber in der Schweizer Stelle, die Bundesstelle für Dateiformate, die hat FFV1 aufgelistet und gesagt, es ist nicht empfehlenswert, weil es so wenige verwenden. Ja. Okay. Gut, jetzt müssen wir vorspulen, sonst geht die Zeit nicht aus. Der Status heute ist, das ist
in der Archiv-Community, man muss nicht mehr diskutieren, man darf es verwenden. Das Einzige, was ist, ist, man ist halt dann einer von denen, die es verwendet. Dadurch werden die Leute mehr, die es verwenden, und dadurch kann die Kost dann irgendwann nicht mehr schreiben, dass keiner verwendet, und wir haben das Henne-Ei-Problem aufgelöst. Alle sind glücklich. Das ist in Empfehlungen aufgenommen als ja, man darf es oder ja, man soll es, zum Beispiel im Nestor-Papier. Es steht allen frei und offen zur Verfügung. Also ja, das Gratis-Zeugs bitte, wenn Sie es nicht nehmen wollt, okay. Ja? Und die Kollaboration, die dann daraus entstanden ist, weil jetzt, wo wir quasi über den Berg drüber sind, dass es genug Einrichtungen verwenden, das ist nicht mehr die Diskussion, ist das unprofessionell oder nicht. Weil Indiana University hat ein Millionenbudget in die Digitalisierung einem Dienstleister gegeben und gesagt, wir wollen das aber in diese FFV1 in der Matroschka. Ja? Die haben so quasi auch einen offenen Container, der aus der Raubkopierszene kommt, den wir ebenfalls mitkartografieren in dem Projekt, bla 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 bla. Kollaborationen, der springende Punkt ist, wenn ich an einer geschlossenen Software dem Hersteller Feedback gebe und die bauen ein Feature ein, ja, dann ist das schön für den Hersteller, aber es bringt uns als Archiveinrichtungen nichts. Und ich sage uns, obwohl ich inzwischen selbstständig bin, ich gehe nämlich her und biete an, dass ich sage, kann man dann auch noch dazu, ich komme aus der Archivdenke, ich habe auch meinen proprietären Ticketjob gekündigt, weil ich Sachen für die Leute, ich verwende einfach viel mehr Software, als ich programmiere, also bin ich öfter in der User-Seite. Also aus der Archivseite ist das wirklich super, wenn man öffentliche Gelder nimmt, in Open Source reinsteckt und das, was dabei rauskommt, steht automatisch allen anderen dann wieder zur Verfügung. Das ist mehr oder weniger wie eine Dienstleistung und nicht wie ein physisches Produkt. Unten ist eine Liste an Einrichtungen, die da eben jetzt inzwischen mitbeteiligt sind im Laufe der Jahre. Das ist die Österreichische Mediathek, dann City University of New York TV, hauptsächlich Dave Rice dort, dann Reto Kromer aus der Schweiz, dann das Irish Film Institute mit Kieran O'Leary vom Filmarchiv in Österreich. Die haben zum Beispiel gesagt, na, also wenn das keine 14-Bit für RGB kann, dann wollen wir es nicht. Gut, dann wurde ein Wiener Programmierer gefunden. Das ist nämlich auch dann dezentral. Dann hat es gesagt, okay, hier kriegst du Budget, mach 14-Bit da rein. Er hat es getan, das Ding kann jetzt 14-Bit und alle haben was davon gehabt. Vielen Dank, Filmarchiv. Und als nächstes noch die Bay Area Video Coalition, dann noch Media Area und FFmpeg und VLC, weil nämlich alle miteinander zusammenarbeiten, weil keiner Interesse daran hat, gegeneinander zu arbeiten. So, Ökosystem an Tools, da scrolle ich jetzt schnell durch, das ist einfach nur, weil es beeindruckend ist. Man hat ein Programm zum Konvertieren, ja, Kommandozeile, aber keine Angst, das ist wirklich cool. Dann ein komplettes Workflow-System, das wurde entwickelt für den Rest des Geldes, für diese eine Workstation, wurde ein komplettes Open-Source-Digitalisierungs-Workflow-System von Archiv für Archiv entwickelt. Dann Metadatenanalyse, Media-Info, kennen Sie vielleicht schon, da mit den Entwicklern arbeiten wir zusammen und die können quasi FFV1 da drin nicht nur angeben, sondern, naja, okay, da kommen wir danach noch dazu, es gibt dann zum Beispiel auch eine Qualitätskontrolle für Digitalisierungssachen, all das entstand aus dieser Gruppe an Leuten, die gemeint haben, das geht anders. Dann dazu noch, VLC kennen Sie auch, und das ist zum Beispiel eine grafische Oberfläche, mit der man dann quasi konvertieren und editieren und solche Sachen kann, ebenfalls getestet und gemacht für FFV1 inzwischen, und das ist sehr, sehr praktisch. Inzwischen gibt es, wir arbeiten an der Standardisierung dieses Codecs über die Internet Engineering Task Force, und mit diesem Programm kann man testen, ob die Files, die erzeugt wurden, egal von welchem Programm das ich verwende, spezifikationskonform und technisch sauber sind, unter anderem. Und, also quasi Programme, die FFmpeg verwenden, wie ich zuerst erwähnt habe, unterstützen das Format einfach so. Und damit sehen wir es dann auch schon, in der Schweiz gibt es zum Beispiel jetzt die HTW, die Technische Fachhochschule, die macht ihren Unterricht, hat jetzt über diese Tools, die hier entstanden sind, die Möglichkeit, eine professionelle Videolabor-Setup Sache aufzusetzen und somit keine Blackboxen im Unterricht, damit die Leute, die das lernen, nämlich auch, wenn sie zum Beispiel so wahnsinnige Freaks sind wie ich, die das Ding auch bauen wollen in Zukunft, irgendwer muss diese Geräte doch bauen. Dazu muss ich auch verstehen, wie bestehende Geräte aufgebaut sind und funktionieren. Das ist einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Und weil es geheißen hat, das mit Open Source, da gibt es keinen Support dafür, das ist im Endeffekt nicht wahr. Also AVID ist jetzt meine Firma, Media Area, AV Preservation Berater und so weiter. Das ist einfach, man geht dorthin und sagt, ich habe folgendes Programm, gibt es mir Support, machen wir unseren Deal aus. Dann ist man auch nicht allein, man muss das nicht selber machen. Bla 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 bla. Wichtig ist, all das gilt nicht nur für diesen Codec, sondern für alle Dateiformate und Software. Wirklich, das gleiche Prinzip gilt dort überall. Und die Archive können und sollen aktiv mitentscheiden. Und jetzt sind wir endlich am Schluss.
Claim Institutions haben gemeinsame Interessen oder gemeinsame Aufträge im Sinne von, wir haben Zeug zum Aufheben und größtenteils zum Digitalisieren. Das ist nicht so easy, wie wir gehört haben, wie wir wissen. Wenn wir also schon gemeinsame Herausforderungen haben und gemeinsame Interessen, wären dann nicht gemeinsame Lösungen wirklich fein? In diesem Sinne, fertig. Und da sind Links zum Fotografieren, außer die Folien sind nachher online. Aber das Ganze steht dann noch unter der freien Lizenz zur Verfügung, damit auch diese rechte Frage geklärt ist, mit Ausnahme der Bilder, dafür habe ich teilweise keine Creative Commons Rechte. So, vielen Dank. So, ich glaube, es ist alles gesagt oder gibt es Fragen dahin? Barbara, ja. Ich höre nichts. Ich muss anfangen. Nochmal, jetzt? Ja, besser. Genau. Barbara Fichtel, ich leite am Herder-Institut für historische Ostmitteleuropa-Forschung die Abteilung Digitale Geschichte und IT. Und einerseits danke für den engagierten Vortrag zu Open Source. Ich möchte aber trotzdem gerne noch darauf hinweisen, Kulturerbeeinrichtungen haben häufig die IT nicht im Haus oder relativ wenig IT, je nachdem wie groß die Einrichtung ist, oder relativ wenig IT-Know-how im Haus in diesen sehr spezialisierten Bereichen, in denen wir unterwegs sind, in denen teilweise sehr spezialisierte Metadatenformate eingesetzt werden. Vorhin wurde schon mal Lido erwähnt, man braucht eine Weile, um sich in Lido oder das CDoc-CRM einzuarbeiten. Und in dem Bereich ist es so, dass Open Source nicht immer die beste Wahl ist, muss ich auch wirklich mal ganz deutlich sagen, solange man selber programmieren kann oder die Entwickler im Haus hat, ist Open Source super. Und ich möchte nur einfach alle Entscheider, die hier im Raum sitzen und die dann vielleicht mit nach Hause nehmen, Open Source ist immer gut, einfach sagen, Open Source ist nicht immer gut. Ja. Trotzdem danke für den engagierten Vortrag. Es stimmt voll. Ja, weil die Community ist manchmal viel zu klein für diese spezialisierten Dinge, die wir haben. Da haben wir gar nicht genügend Entwickler, die mit diesen spezialisierten Dingen unterwegs sind. Und vielleicht entwickelt sich es in die Richtung, aber ja, dauert noch ein Weilchen. Ich darf wieder auf mein Lieblingshandle verweisen. Es ist so, dass proprietäre Programme sind nicht deswegen besser, weil sie proprietär sind, sind auch nicht deswegen userfreundlicher, weil sie proprietär sind. Sie sind deswegen für Leute angenehmer, weil sie mehr Ressourcen kriegen. Das heißt, gerade im Archivbereich habe ich den Fall vorgefunden, dass viele Programme werden nicht für uns Archive entwickelt, die werden für andere Märkte entwickelt. Das heißt, wenn ich sage nicht, dass man programmieren können soll und Open Source verwenden. Es hilft manchmal, was aber nur daran liegt, dass die meisten Dinge in einem groben Zustand sind, weil sie mit Ressourcen unterversorgt sind. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und ich sage, ich entscheide zwischen, es geht mir um die Userfreundlichkeit oder die Know-how-Ressourcen, die ich im Haus habe, dann hat das nichts mit der Lizenz zu tun, sondern ausschließlich mit, wie viele Ressourcen lasse ich etwas zukommen. Und wenn ich die Ressourcen nicht im Haus habe, dass ich es selber mache, bei Proprietär kann ich mir das nicht aussuchen, bei Open Source kann ich. Wenn ich nicht aussuchen kann, weil ich die Leute nicht habe, dann kann ich sagen, wie viel Geld hätte ich für eine geschlossene Lösung ausgeben müssen und nehme das Geld und sage, und gibt es offene Sachen und wenn nicht, mit wem kann ich mich zusammentun? Es ist also quasi wirklich dieses Henne-Ei-Problem. Derzeit ist es leider genauso, wie du gesagt hast, es gibt viele Sachen, die sind Open Source und haben halt einfach, die Leute verwenden es gratis, ich kriege die Ressourcen nicht, ich kann es nicht verbessern, es tut mir leid. Aber bezahlte Open Source, damit kann man das lösen. Andere Fragen oder Kommentare? Gut, dann vielen Dank und viel Spaß noch.